stehst für ein spirituelles Erotikprojekt und für das Ausleben sinnlicher Sexualität. Befürwortest du beim Sex auch wechselnde Partner? Ja, das ist auch die eine Wissen, was ich sehr gerne durch mein Projekt das auch verbreiten müsste, ne? Weil das steckt sehr, sehr tief Wissen in Buddhismus und auch Taoismus, die beide von sehr, sehr, sehr alt Wissen, da steckt die Antwort. Ne? Das ist genau so, mache ich die richtige. Bevor ich da etwas zu erklären, wollte ich sehr gerne über Thích Quảng Nhĩ, das ist Buddha, ne? Sagen. Damals, er war einer Prinz gewesen und so weiter, bevor er zu Mönch gegangen, ne? Und dann, er hat von Anfang alles schon erlebt, das heißt Reichtum, das heißt viele Frauen und so weiter. Davon hat er so gut Basis, deswegen er hat viel mehr, um so leicht loszulassen. Ne? Und dann, das ist auch die Problem, warum jetzt modern Buddhismus, die viele Mönche nicht erreichen kann, dieser Zustand wie Buddha, weil alles finden, dass sie die sexuell ist nicht gut. Ne? Mit natürlich gibt viele auch Buddhismus auch gelernt hat eigene Familie. Ne? Und dann auch total dagegen, dass sie mit mehreren Frauen Sexverkehr machen, findet das unheim. Und dann selber schon verhaftet mit diesem Falschwissen. Ne? Insofern, solche Leute ist gar nicht in die Lage, das zu loslassen. Ne? Besonders wenn du etwas schon vorher probiert, weißt genau, was ist das. Ne? Durch eigenen Körper verinnerlicht, dann weißt du genau, was ist das, dann umso mehr kannst du loslassen. Das ist genauso wie bei der Sexualität. Je mehr, wenn du mit verschiedenen Partnern machen, dann von den Außen diese Gefühle von Spüren, vorhin was wir gesagt haben, diese von sechs verschiedenen Außen Wünschen oder Begehren. Ne? Und du weißt, aha, von dieser Frau schön, ne? Und die andere auch, ja, fantastisch. Das Verschiedene hast du schon probiert, umso mehr kannst du loslassen. Wenn du nicht probiert, du hast ganze Leben lang nur mit deiner Partner gemacht, ne? Du weißt nicht, wie das schmeckt, aber du selber zwingst dich, das ist nicht gut, das darfst du nicht. Innerlich eigentlich bist du total dagegen. Dass wir sehen uns, das ist so wie ein kleines Kind. Wenn du als Eltern sagst, die sind nicht gut, nicht berühren, ne? Du verboten das, etwas verboten gerade, müssen Leute zu probieren, ne? Innerlich, dass sie so versuchen zu probieren. Dass diese Kinder natürlich spielen das nachher, oh, das ist ja eine Nadel dran, ich habe das gepickt, dann weiß ich, wie ich fühle, dann umso mehr kann man loslassen. Oder wenn du Versuche mit verschiedenen Partnern probiert, dass sie so praktiziert, so wie normal atmen, sowas normal, ne? Dann kannst du umso mehr loslassen. Das ist die erste. Die zweite wichtig ist, gerade bei alten Taoismus, ne? Wir praktizieren, das ist so diese Yin und Yang. Wenn du diese Symbol siehst, diese Yin und Yang, auf die jede eine Halbteil da drinnen ist, dass die Gegen, wie heißt das, Teil, Gegensatz, Gegenteil, ja. Gegenteil, ne? Diese Sexualität mit verschiedenen Männern und Frauen, gerade dass die Wirkung, dass die Lösung oder das ist, geht darum, dass sie diese Gegenteil zu bilden auf deinem Körper. Ne? Für die Spiritualität, dieser Weg ist enorm wichtig, weil du bist ein Mann, du bist eigentlich pur Yang. Ich bin eine Yin, ich bin pur Yin, aber das nicht von die Dao, das nicht Daos Zeichen. Du fehlt auf diese unten diese Bauch hier eine Yin-Pak. Und dann ich als pure Yin-Frau, ich fehlt einfach dieser Yang-Pak. Durch die Sexualität mit verschiedenen Partnern und so weiter, wenn du das ist eine Tags
das beherrscht diese Energie zu aufnehmen und zu Austausch, nehmen auf, wieder gibt es wieder aus, nehmen auf und so weiter. Durch diese Partizierung bildet das diese, was du eigentlich in deinem Körper fehlt. Dann bist du genauso wie Universal-Dao, ne? Mit dieser Zeichen, genau gleiche. Vorher sind wir Menschen nicht in die Lage. Erst nicht in die Lage, dass sie so wie normale zu sehen, ne? Diese Dinge normale zu sehen. Ich habe mit meinem Partner seit 7 Jahren schon diese sexuelle Offenheit. Ne? Ich denke, weil ich ganz lange diese 7 Jahre selber das gemacht habe, dann bin ich in die Lage, bis jetzt sagst, dass so wie normal atmen, kann ich an den fachlichen Wissen zu konzentrieren. Sonst bin ich nicht in Lage. Das große Wahnsinnig, warum soll ich mit anderen Männern zu machen? Da kommt Panik, die alles, viele Gedanken und so weiter. Ne? Ich konnte das nicht. Nur, dass ich diesen Stil, du das alles probiert hast, du kannst das loslassen, von dir körperlich befehlen. Dann bist du reif oder bist du in die Lage, an die Wissen, die geheimen Wissen zu konzentrieren. Und mit verschiedenen die Partner austauschen, um diese, was du fehlt, inner zu bilden. Dann bist du mit Universal Dao, Yin und Yang, diesem Bo, genau gleich aussehen. Ne? Dann steht eine Transformation. Das ist wirklich, ich kann mal nur sagen, Sex ist nicht Sex. Ne? Das ist schon fast Wissenschaft. Schon in dieser Ebene. Eigentlich, ne? Das ist sehr viel Sache, lass Leute wirklich sehr viel nachdenken. Ne? Statt dass sie immer sagen, ja, das ist komisch, unbekannt, das ist böse, schmutzig. Das sind kleinsinnige Gedanken und so weiter. Du musst nach die Tiefe sehen. Ne?